Bitte hier unten rechts dieses runde Ding, die Geschwindigkeit schneller drehen, da ich ja so extrem langsam rede. Ja, heute ist ja sozusagen der Tag der zweiten Gesprächsrunde zwischen dem entstehenden Landesverband der Partei Wir 2020 und den Next Scientists for Future. Und das jetzt mal so als kleine Aufwärmsendung dafür. Die Sendung erscheint halt irgendwann heute im Laufe des Nachmittags oder morgen. Mal schauen. Also auf jeden Fall nur wir 2020 mit einem hoffentlich reaktivierten Bodo Schiffmann als Vorsitzendem. Plus die Reformkompetenz der Next Scientists for Future. Am besten mit herzlich eingeladenen oder mit voller Unterstützung von Professor Bhakti, Wodak Köhnlein. Und das Ganze zu unterstützen, also nur wir 2020 und diesem Projekt helfen, rettet Deutschland vor Markus Krall. Davor, dass unser Gesellschafts- und Wirtschaftssystem unser Leben noch weiter zerstört, sozusagen. Ja? Schauen wir uns erst nochmal unser Tagesbild an. Ja, ich denke, wir können das so lassen, denke ich mal. Lassen wir es mal so. Ja, also heute. Worum wird das eben auch gehen? Ja, also erst einmal wird es darum gehen, klarzumachen, natürlich, dass also die erste Sendung, die Reformideen, die angesprochen wurden, alle einer einzigen Formel folgen, nämlich Vorteil. Im Prinzip haben wir in der ersten Sendung angewandt die Formel: Vorteilbringende Irrtümer aussterben lassen durch positive Anreize. Also VIs aussterben lassen durch PAs ist die Kurzformel allen Reformierens, und das muss man in jedem Winkel Deutschlands anwenden, dann werden alle Probleme gelöst. Alle anderen Konzepte haben sich als nicht zielführend erwiesen, sozusagen. Ja? Und es ist bei den Professoren so, Weltrat und Next Scientists for Future, ist es eher so, dass da im Durchschnitt 40 Jahre Wissenschaftserfahrung vorliegen und daraus resultiert eben eine besondere Reformkompetenz statt in Stein gemeißelte Reformen. Zum Beispiel beschäftige ich mich persönlich zurzeit mit vier verschiedenen, grundsätzlich verschiedenen Grundmodellen von möglichen Gesundheitsreformen. Manche kommen ganz ohne neue Daten aus und manche brauchen viele Daten. Die, die viele Daten brauchen, sind die besseren Lösungen, die fundierteren, die eleganteren Lösungen. Aber wir sind bereit, auf jede Grundvoraussetzung zu akzeptieren, wenn die Gesellschaft die Reform haben will. Ohne Grunddaten, dann wird es halt ein bisschen schlechter. Also ohne Neudaten, dann wird es halt ein bisschen schlechter, und mit Neudaten wird es ein bisschen besser, sozusagen. Ja. Ich erkläre auch gleich noch einmal, wie das funktioniert mit den vorteilbringenden Irrtümern und den positiven Anreizen und deren Aussterben lassen. Aber erst einmal hier. Ja, und dann wird es ums Bildungssystem gehen. Es wird um die Frage gehen, die Rückwärtstechnik, die multivariaten Verfahren und die Faktorenanalyse und so weiter. Und die Rückwärtstechnik, um im Bildungs- und Erziehungssystem letztendlich jeden Beteiligten des Bildungssystems durch positive Anreize dahin zu lenken, das Bestmögliche für unsere Kinder zu tun und nicht mehr wie bisher aufgrund von vorteilbringenden Irrtümern der
der Gesellschaft zu schaden, mit irgendwelchen waghalsigen Bildungsexperimenten und so weiter, die am Ende, gucken Sie mal an, wie sich der Bildungsapparat auf Kosten der Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten aufgebläht hat, ja? Früher haben die Kinder nach 9 Jahren Schule ein solides Fundament für das Berufsleben gehabt. Heute und damals gingen 5% ins Gymnasium, heute gehen 50% ins Gymnasium. Dafür braucht es natürlich für 4 Jahre länger Schule, braucht es, oder 3 bis 4 Jahre länger Schule, braucht es viel mehr Lehrertum, ja, und so hat sich dieser Apparat immer mehr aufgebläht, wurde immer ineffizienter, es bildeten sich immer mehr vorteilbringende Irrtümer, die Lehrer glaubten immer mehr irgendwelche Irrtümer, die dazu geführt haben, dass die Kinder immer weniger gelernt haben, immer schlechter gelernt haben, immer mehr Probleme mit der Schule hatten. Und dann konnten die Lehrer immer mehr Nachhilfeunterrichtsstunden verkaufen, immer mehr Unterrichtsstunden, immer mehr Schuljahre wurden dazu getan und. Und letztendlich wurden die Menschen dadurch nicht klüger und auch nicht gebildeter. Also das heißt, wir müssen diese vorteilbringenden Irrtümer, diese falschen Lehrerphilosophien, diese vorteilbringenden Irrtümer des Lehrertums aussterben lassen mit positiven Anreizen, sodass also Karriere nur und Schulleiter und so weiter und Karriere nur noch die Lehrer machen, die wirklich bewiesenermaßen unsere Kinder bestmöglich gefördert haben, maximal kreativ, innovativ, ideenreich und so weiter zu werden und so für die Wirtschaft ungeheuer auch wertvoll zu werden, für die Gesellschaft wertvoll zu werden und sozusagen und die also sozusagen dann frei von irgendwelchen vorteilbringenden Irrtümern, die Bildung ineffizient gemacht haben, sozusagen sind. Das ist das Grundprinzip, ja, und darüber wird es ja heute dann gehen. Und dann auch vielleicht noch um so Themen wie gesundes Wasser, gesunde Wohnung, gesundes Bauen, Recht auf Wohnung, Pflicht auf Wohnung, Polizei, Richter, Staatsanwalt, innere Sicherheitsreform, äußere Sicherheitsreform, Frieden in der Welt, also Arbeit, Thema auch Abzocken der Anleger kann man auch noch zum Thema machen im sozusagen im Bankensystem kann man da noch mal gucken, ja. Also ich hoffe, es ist jetzt deutlich geworden, es geht eben nicht um in Stein gemeißelte Reformen, sondern es geht in Stein gemeißelt ist nur die Formel, vorteilbringende Irrtümer aussterben lassen durch positive Anreize. Und ich werde, falls von den Next Scientists for Future der eine Professor und der eine Dr. Med dabei sind, werde ich die auch nochmal fragen nach ihren Ideen für positive Anreize und deren Setzung im Gesundheitswesen, so als kleiner Nachtrag für die erste Sendung. Die erste Sendung finden Sie, wenn Sie das hier gerade auf dem Sender News und Talks schauen, direkt in der Infobox als erster Link unter dieser Sendung. Sollten Sie unbedingt schauen als Vorbereitung auf die heutige zweite Sendung. Zum Beispiel denke ich ja auch gerade über eine von 4 Systemen nach im Gesundheitswesen, da wäre es dann das so, dass der Hausarzt vielleicht oder das Recht bekommen muss, eine Apotheke seiner Wahl auszuwählen als Zugehörige, wenn man, ich bin jetzt also im Modell Wellnessverbünde, ja, im datenfreien, neu datenfreien System Wellnessverbünde, ja. Und vielleicht muss der Haupthausarzt dann auch entscheiden können, den Apotheker und den Marktleiter zu wechseln und den Restaurantleiter, sodass er auch bestimmen kann. Denn das Team, die Mannschaft wird ja immer
nach einem bestimmten Schlüssel dann mit dem Wellnessverbündesystem gemeinsam belohnt. Das ist also auch wieder so ein Nachteil dieses Systems, ja, dass man, und dann sollte aber der Hausarzt das Recht haben, dass er sich schon aussuchen kann, mit wem er Partnerschaften eingeht, sodass dann also der beste Hausarzt sozusagen nicht gezwungen ist, mit dem schlechtesten Marktleiter zusammenzuarbeiten, sondern dass sich dann der beste Hausarzt auch mit dem besten Marktleiter, dass die sich zusammentun können und dann sozusagen gemeinsam als Wellnessverbund die Rangliste anführen können. Ne? So. Ja, und dann habe ich mich nochmal erinnert an das, vielleicht eines der ersten Modelle, das die Next Scientists for Future der Weltrat diskutierte, das sogenannte Einzelpraxismodell, ja, wo dann eben so nach dem Motto, jeder Arzt kriegt das Recht, sozusagen die Krankenversicherungsbeiträge der Kunden anzunehmen, muss sie nur versichern, und zwar irgendwie muss das so gemacht, dass es trotzdem irgendwie eine Art Sicherungskonto ist, dass er nicht mit dem Geld durchbrennen kann, sozusagen. Aber das wird ermöglicht von Staats wegen, und dann hat also sozusagen, oh, diese Gelder darf er nicht frei rüber verfügen, sondern erst dann, wenn feststeht, dass er sozusagen die Gelder nicht noch auszahlen muss, sozusagen. Nur das, wo feststeht, dass er es nicht auszahlen muss. Und ansonsten kann er Darlehen bekommen, eventuell, oder Vorschüsse und Darlehen. Ja, da würde es dann so laufen, dass die Leute ihren gesamten Krankenversicherungsbeitrag quasi in dieses Sonderkonto der Einzelpraxis einzahlen. Und dann funktioniert es so, dass sozusagen alles zum Beispiel bis 3.000 € im Jahr sozusagen diese Praxis übernehmen muss. Sie muss also praktisch für jeden Versicherten dann bis zu 3.000 € sozusagen nochmal Reserve halten, sozusagen. Und nur ein Teil der Gelder wird verwendet für einen Großkostenabsicherungsschutz, zum Beispiel, dass 100% aller Krankenhausleistungen bezahlt werden, wäre eine Möglichkeit. Auf jeden Fall ein Großkosten. Versicherungsschutz, das ist das Einzige, was der Arzt dann bei der Versicherung kauft. Und ansonsten übernimmt er selbst die Verantwortung dafür, die Menschen so gesund und glücklich wie möglich zu halten. Und wenn dann doch jemand woanders Hilfe sucht, weil er mit diesem Hausarztteam nicht zufrieden ist, mit dieser Einzelpraxis sozusagen, dann muss halt die Rechnung bis zu 3.000 € pro Jahr und Person der Hausarzt übernehmen und wird dadurch quasi, muss im Sinne eines Schadensersatzes diese Selbstbeteiligungssache übernehmen, sozusagen. Und dadurch wird er immer motiviert sein, das Bestmöglichste, was er kann, zu tun, um Krankheiten zu verhindern. Und um Unzufriedenheiten, also mit der Gesundheitsversorgung, mit seiner eigenen Gesundheitsvorsorgungsleistung zu verhindern. Und wenn die Leute sich aber eben nicht genug betreut fühlen, gut genug betreut fühlen, dann gehen sie halt zu anderen Ärzten oder Praktikern, und das muss dann, wird dann aus diesem Etat der Praxis heraus bezahlt. Ja, das ist sozusagen das an die Selbstbeteiligungstarife angelehnte Modell. Da haben wir auch so einen Vertragsentwurf dafür, so dass man das dann also, ja, und das würde auch wieder mit sehr wenigen Daten auskommen oder praktisch mit keinen Neudaten auskommen, ja, denn das würde ja praktisch das bestehende System nutzen, hat aber auch wieder Nachteile, ja, denn wieder müssen wir dann irgendwie was einführen, dass dieser Arzt nicht versucht, die teuren und schwerkranken Leute, die häufig zu anderen rennen, rauszuekeln. Ja, das müssen wir wieder dann, müssen wir wieder da irgendwie rumwurschteln, um das richtig zu blocken.
Und deswegen sind eben die Modelle mit den höheren Daten viel effizienter in der Summe. Aber wie gesagt, das erfordert keinerlei andere Daten als bisher, ja, im System. Und so gibt es ganz verschiedene. Also Sie sehen immer wieder, es gibt keine in Stein gemeißelten Reformen, sondern nur eine aus durchschnittlich 40 Jahren Wissenschaftserfahrung geborene, überlegene Reformkompetenz von Weltrat und Next Scientists for Future sozusagen. Ja? So. Ja, nochmal zurück zum Modell der Wellnessverbünde, Krankenkassen analysieren, das Gesundheitsangebot des Marktleiters, das wäre auch ein Modell, ja, dass man also, dass die Krankenkassen sozusagen die Leitung in den Wellnessverbünden übernehmen und dass die Krankenkassen das Gesundheitsangebot des Marktleiters chemisch zum Beispiel analysieren und gucken, ob das wirklich gesund ist, hat natürlich wieder den Nachteil, dass sie mit chemischen Analysen die letztendliche Gesundheitswirkung von Sachen nicht letztendlich erfassen können. Hat ist auch wieder ein Nachteil, ja, dass sozusagen die Kontrolle am Endergebnis fehlt, ja. Und dann wechselt die Krankenkasse eventuell den Marktleiter und den Apotheker aus und den Restaurantleiter, so dass dann sozusagen die Teams bestmöglich zusammengestellt werden. Ja? Denn am Ende ist es ja bei der Wellness-Verbundlösung so, dass eben die Entscheider in der Krankenversicherung Verdienstzuschläge bekommen, die Kunden Beitragssenkungen bekommen, die Ärzteteams Verdienstzuschläge bekommen, die Marktleiter Verdienstzuschläge bekommen, die Apotheker, also jeder für seinen Beitrag und seine Mitwirkung Verdienstzuschläge bekommt. Und alle gemeinsam ziehen immer am gleichen Strang. Nämlich maximale Gesundheit und maximale Krankheitsverhinderung. Ja? Der Verdienstzuschlag, ja, der verdienstzuschlagsgesteuerte Versicherungsmitarbeiter stellt also bestmöglichste Verbünde, Wellnessverbünde vor Ort her und er verändert sie auch immer wieder, sodass sie immer besser und effizienter werden. Ne? Dafür kriegt er dann sozusagen die höchsten Verdienstzuschläge selber. Ne? Ja, man könnte so vorgehen, dass man eben teure Kunden, also die keiner haben will, weil das ja wieder das datenarme System ist oder datenloses System ist, neudatenloses System ist. Man könnte teure Kunden eben zwangsweise Zufallsverteilung ohne Kündigungsmöglichkeit an die Ärzte, sodass jeder Arzt gleichermaßen sein Päckchen zu tragen hat, jedes Team sein Päckchen zu tragen hat. Ja, und dann werden die Ärzte auch, wenn sie dann wirklich keine Rausekelmöglichkeit haben, werden sie einfach das Bestmöglichste tun, um möglichst viel Gesundheit bei diesen Menschen zu erzeugen. Man muss nur diese Tür zumachen, dass der Möglichkeit, Leute rauszuekeln. Und wenn das unmöglich geworden ist, ja, und einfach nicht geht, dann muss das System, aber Sie sehen es, das sind immer so Dinge, deswegen hätte ich gerne lieber die Möglichkeit mit den vielen Daten und dem maximalen Datenschutz, der praktiziert wird, lieber mit Milliardenausgaben für maximalen Datenschutz und Datenschutzsicherheits hoch 10 sozusagen, aber mit den vielen Daten, weil wir dann alle solche kleinen Probleme nicht hätten. Denn das ist natürlich für die Schwerkranken so eine Sache, dass sie eben im Prinzip jetzt zwangszugeteilt werden. Ja, und zufallsverteilt werden. Ja? Also das sind Dinge, die eben dann die Nachteile von datenlosen Systemen sind. Ne? So.
Ja, und dann noch einmal zu der Härte der Wu Wortwahl bei vielen. Ja, also ich habe ja viele Sendungen gemacht darüber, warum die Unterstellung einer Verschwörung, also die sogenannte Verschwörungstheorien und das Unterstellen krimineller Absichten hochproblematisch ist und so weiter, beweislose Verdächtigungen und so weiter. Ja, noch einmal dieser Kernsatz: Wenn wir alle möglichen Gesprächspartner als kriminelle schwarze Schafe ansprechen, verlieren wir diejenigen, die nur Träger von vorteilbringenden Irrtümern sind, die sich also nur in Irrtümern befinden, die verlieren wir, denn die wissen nämlich innerlich ja ganz genau, dass sie keine kriminellen Absichten haben. Und dann sind wir als Gesprächspartner für die gestorben, weil die ja genau wissen, also wir müssten eigentlich, wenn wir Menschen ansprechen, müssen wir immer davon ausgehen, dass es ja sein kann, dass ein Teil kriminelle schwarze Schafe sind. Und der andere Teil, die sind nur Träger von vorteilbringenden Irrtümern und glauben, ihre vorteilbringenden, gewinnbringenden, profitbringenden Irrtümer selber sozusagen. Und jetzt ist es so, wenn wir jetzt Menschen ansprechen, sollten wir sie immer nur als Träger von vorteilbringenden Irrtümern anstellen, denn wenn wir sie einfach immer als kriminelle schwarze Schafe ansprechen, dann verlieren wir immer circa die Hälfte oder einen großen Teil verlieren wir jedenfalls immer, nämlich die, die sich keiner Schuld bewusst sind und die gar keine kriminellen Absichten haben. Und deswegen ist es taktisch immer sinnvoll, in jedem Fall sinnvoll, egal ob es kriminelle schwarze Schafe gibt oder ob es nur Träger von vorteilbringenden Irrtümern gibt. Es ist immer besser, alle nur als Irrtumsträger anzusprechen, aber niemals als sozusagen kriminelle schwarze Schafe, denn damit machen wir die Gesprächstür selber zu. Und das sollten alle sich in dieser ganzen Corona-Nachdenklichkeitsszene klar machen. Immer die Menschen aus taktischen Gründen immer nur als Irrtumsträger ansprechen, als Träger von vorteilbringenden Irrtümern, aber niemals allen Leuten pauschal unterstellen, es handele sich um kriminelle schwarze Schafe. Ja. Ja. Ja, und dann im Fernsehen, da gehe ich auch wieder davon aus, dass es sich nur um Träger von vorteilbringenden Irrtümern, die sie übernommen haben von der Pharma- und Impf- und Medizinindustrie, ja, dass man da wirklich es als Drama hinstellt, dass pro Tag in Deutschland 12 Menschen vermeintlich an Corona sterben, ja. Im Moment sterben, jetzt ist Herbst, wahrscheinlich ungefähr 2.800 Menschen jeden Tag völlig normal in Deutschland. Und da regt man sich. Und von den 2.800 sind die täglich sterben. Wie gesagt, im Jahr sterben etwa 940.000 Menschen in Deutschland ganz normal, Jahr für Jahr, ohne dass sich irgendein Mensch dafür interessiert. Ja? Und 12 von 2018, das ist so eine geringe Zahl, das kann man wahrscheinlich noch nicht mal in Promille ausdrücken, ja? Sozusagen. Und darüber machen wir uns Gedanken, deswegen terrorisieren wir eine gesamte Gesellschaft, ja? Aber so ist das mit den vorteilbringenden Irrtümern. Es ist quasi so, als ob irgendwie der vorteilbringende Irrtum um sich gegriffen hätte, man wolle das Sterben abschaffen, ja? Also man wolle jetzt quasi überall Nulltote erzeugen, anstatt zu sagen, wir müssen Zielschüsse erzeugen. Es ist okay, wenn jeden Tag 2.800 Menschen sterben und davon können ruhig auch 200 Corona-Tote sein oder 400 Corona-Tote jeden Tag. Ist doch kein Problem, so
solange wir nicht jetzt nicht plötzlich statt 2800 Tagestoten jetzt plötzlich 3800 Tagestote haben. Das ist doch, die Frage ist doch nicht, dass das gestorben wird, sondern ob jetzt plötzlich statt 2800 Tagestoten 4800 Tagestoten sind. Das wären schon alles Gründe, wo man über Maßnahmen nachdenken kann, aber doch nicht, wenn von den 2800 Tagestoten lächerliche 12 angeblich vermeintlich an Corona gestorben sind, ja? Ja, und dann aus der Grundlagenforschung plötzlich noch eine krassere Zahl ausgesagt. Wisse, die letzten Daten waren ja, dass wir, also es hat ja angefangen, dass Homo sapiens vor Jahrzehnten, hat man gesagt, vor 100.000 Jahre alt sei. Dann ging das schrittweise immer weiter rauf und die höchste Zahl, die ich gestern gehört habe, ist jetzt plötzlich 315.000 Jahre alte Funde von Homo sapiens Knochen. Ja, das bedeutet also, dass unsere Art, der Übergang Homo erectus zu Homo sapiens, also vor mindestens 315.000 Jahren stattgefunden haben muss. Und man sieht, früher 100.000 Jahre, also das wandert immer weiter. Es scheint unaufhaltsam immer mehr zu sein, dass wir erkennen, dass unsere Art auch zu leben und unsere Art zu sein viel älter ist, als wir jemals dachten. Ja? Und deswegen auch ja unsere Aussage, dass vor 400.000 Jahren der Tausch Handel, also dass der Tausch ungefähr erfunden wurde und dann, also zu Zeiten des späten Homo erectus und dann Tauschhandel, freier Markt und freie Arbeitsteilung. Und das beinhaltet automatische Fehlanreize und aufgrund dessen entstehen dann die vorteilbringenden Irrtümer, die wir aussterben lassen müssen durch positive Anreize. Ja? Das heißt also jetzt, ich erkläre das nochmal jetzt nochmal mit Hilfe unserer Schaubilder. So, Moment. So, dann nehmen wir doch mal unsere Schaubilder. Ja. Also, ich gehe sie nochmal kurz hier alle durch. Ja, wie gesagt, die Fridays for Future und Greta Thunberg, also die, besonders die Scientists for Future, sind für uns halt, für die Next Scientists for Future, relativ viel zu weit rechts stehend, weil sie den Kapitalismus nicht beenden wollen durch positive Anreize, sondern eben behalten wollen. Und das ist für uns zu weit rechts. Und dann gibt es allerdings auch bei den jungen Leuten der eine oder da gibt es auch dann so ein paar Versprengte, die sind quasi aufgespalten in so ein paar Versprengte, linkskriminelle Verfassungsfeinde, die also uns lieber eine Sowjetunion oder DDR wiederherstellen würden, also eine richtige linksradikale Diktatur sozusagen. Und damit können wir nichts anfangen. Und die Scientists for Future, die sind uns auf der anderen Seite wieder viel zu weit rechts stehend. Ja, also deswegen sind wir froh, wenn das mit der Partei wir 2020, die eine dauerhafte Kooperation geben würde, denn dann bräuchten wir nicht mit diesem verwirrten Fridays for Future Greta Thunberg zu kooperieren. Wir haben ja auch das Angebot an Fridays for Future auf Pause gestellt. Wir haben den Pause-Knopf gedrückt, ja. Das gilt im Moment nicht mehr an Fridays for Future, weil wir hoffen, dass wir einen besseren Kooperationspartner gefunden haben. Ja, das sind nochmal das Bild, wo man die Staaten und auch die natürliche Grundlebensweise der Menschen verdeutlichen kann. Dann kann man hier die Evolution und die Degeneration, die jetzige laufende Degeneration der Menschheit hier verdeutlichen. Habe ich ja in zig Sendungen schon gemacht. Die man wohl fast alle auf dem Sender News und Talks findet. Und hier hat man nochmal die Zeitskala, wo man vom Urknall ausgehend die gesamte Evolution des Universums betrachtet.
Dann haben wir hier die geliebten Milliardärs, Journalisten und Politikkönige, mit denen wir ja gemeinsam koalieren müssen. Wenn wir nicht 56% schaffen, müssen wir mit denen koalieren und deswegen müssen wir ihnen gute Angebote machen, damit sie mitziehen bei den Reformen, die ihnen auch nutzen. Aber wir müssen sie auch gezielt sozusagen finanziell, zum Beispiel die Politiker für den Verlust des Lobbyismus, müssen wir sie finanziell ausgleichen. Es geht nicht anders. Die werden nicht Reformen zustimmen, wenn wir sie als Koalitionspartner brauchen sollten, werden sie niemals Reformen zustimmen, die die Politiker wirtschaftlich, finanziell insgesamt schlechter stellen, als sie der Lobbyistenstaat gestellt hat. Ja, denn das werden sie nicht akzeptieren. Ne? Denn tausendmal glücklicher, tausendmal gesünder, das liegt in der Zukunft, das können die sich noch nicht so genau vorstellen. Viel langlebiger, das können sie sich auch schwer vorstellen. Und deswegen müssen wir sie erst einmal auch finanziell ihnen den Verlust des Lobbyistenstaates sozusagen auch voll finanzieren, sodass sie mitziehen. Wir können ja später immer wieder noch dann Kosten einsparen, indem wir dann sozusagen letztendlich sozusagen die Zahl der Abgeordneten in allen Parlamenten so drastisch nach und nach runterfahren, aber nur indem wir die Leute, die in die Altersversorgung gehen und diese frei werdenden Parlamentsplätze grundsätzlich so lange nicht mehr besetzen, bis die Parlamente klein genug geworden sind, ja, sozusagen. Ja, und hier, das ist ja immer wichtig zum Zeigen des vorteilbringenden Irrtums, nämlich dass alle Menschen gleich seien. Doch die Evolution und unsere Genome sind Maschinen, die Ungleichheit erzeugen, aktiv sozusagen. Evolution ist ein aktiver Ungleichheitserzeuger, also damit noch einmal dieser zentrale vorteilbringende Irrtum, da alle Menschen gleich sind, alle Menschen Genies sind und alle Menschen und alle Kinder, die geboren werden, potenzielle Genies sind, wird bei uns quasi, wird völlig nachlässig mit der Bevölkerungspolitik umgegangen, mit der Einwanderungspolitik wird ganz fahrlässig umgegangen und so weiter. Weil ja, wenn alle Menschen gleich sind, ja, dann können wir doch auch eigentlich jeden Menschen reinlassen, ja, denn das sind ja alles Genies, ne, und so weiter. Ja, das sind alles so Dinge, die man natürlich thematisieren muss. Und das heißt also hier noch einmal zu Dr. Markus Krall, also hier, also deswegen noch einmal eine Bitte an alle, also bitte, lieber Bodo Schiffmann, lassen Sie sich als Parteivorsitzender reaktivieren. Nur Prominenz zählt bei einer Partei. Ohne Prominenz gibt es keine Partei. Punkt. Ja? Also nur Bodo Schiffmann und dann am besten mit aller Unterstützung von Professor Back, die müssen ja jetzt nicht unbedingt Parteimitglieder werden, wenn sie nicht wollen, aber es muss von allen Seiten die vollste Unterstützung geben von Back, die Woda, Köhnlein und all den anderen Ausnahmeärzten und Psychologen und all die guten Sender wie von Servus TV bis GGB Lahnstein oder Ärzten für Aufklärung. Alle müssen mitziehen, sonst wird das nichts mit 15 bis 20% bei der Bundestagswahl und dann haben wir alle verloren. Ne? Dann sind wir alle Verlierer. Wenn all diese Prominenten nicht mitziehen am Ende, dann haben wir alle verloren. Ne? Und deswegen, ich hoffe, dass wir dann also jetzt am Ende dieser zweiten Sendung, dass wir nochmal sich alle klar sind, dass diese beiden Sendungen dann von allen geteilt werden sollten innerhalb der Partei. Und wenn dann sich immer mehr Fans für für diese Koalition und Kooperation mit den Next Scientists for Future vom Weltrat gefunden hat, sozusagen, dass wir dann, dass dann gezielt auch Bodo Schiffmann angesprochen werden muss, ob er sich auch dafür begeistern kann, für diese Zusammenarbeit. Denn ohne seine Prominenz
wird es nicht möglich sein, 20 Millionen Klicks im Internetfernsehen zu erreichen und wird nicht möglich sein, in die öffentlichen Medien überzuschwappen, in die Großberichterstattung zu kommen. Denn ohne Prominenz nichts los. Ohne Moos nichts los, heißt es manchmal, aber nein, die Formel lautet, in der Politik ist ohne Prominenz nichts los. Ne? Keine Chance, auch nur auf 1% der Wählerstimmen zu kommen, ohne Prominenz. Ja? Das geht einfach nicht. Ne? Das haben alle Hunderten von Parteien schon erfahren müssen. Ohne Promi nichts los. Ne? Und ich bleibe immer noch mal bei meiner These, dass die Grünen nur die 5%-Hürde nur geknackt haben, weil sie Straftaten begangen haben, wie Strommasten umsägen und dadurch dann in die große Presse hineingekommen sind. Und dass die AfD nur einen berühmten Talkshow-Gast als Mitglied hatte, den Hans-Olaf Henkel vom früheren BDI-Vorsitzenden war das, glaube ich, oder war es der BDA, es spielt keine Rolle, irgendeiner dieser Arbeitgeberverbände. Und wer hätte es diesen Promi, der in jeder Talkshow Stammgast war, sozusagen bei der AfD nicht gegeben? Ich wette, dass die Prominenz der sonstigen Leute nicht ausgereicht hätte für eine bundesweite Berichterstattung über die AfD und dann wäre sie niemals über die 5% gekommen. Ja, denn man sieht es ja, dass der Professor Lucke ja hat ja wohl eine eigene Partei, die aber völlig ignoriert wird von allen, weil eben seine Prominenz nicht ausreicht. Er gehört nicht zu dem Mainstream dessen, was die Großmedien täglich berichten, sozusagen. Aber Hans-Olaf Henkel gehörte damals dazu. Ne? Also neue Partei ohne Prominenz könnt ihr vergessen. Gleich aufhören. Ja? Gleich wieder schließen die Partei. Das ist dann Zeitvergeudung. Ihr vergeudet nur Zeit und Energie. Ne? So, jetzt wollte ich aber doch kurz zeigen hier, wie das ist mit den vorteilbringenden Irrtümern. Also. Hier haben wir also einen Früharzt und Frühhändler der Evolution. Und ja, er sagt, ach, ihr müsst unbedingt euren natürlichen Lebens- und Ernährungs- und Bewegungsstil beibehalten. Das schüttet Endorphine aus, dann seid ihr maximal glücklich, lebt in Liebe und glückselig und gesund und braucht mich als Früharzt nicht. Ich liefere euch als Händler auch nur kerngesündeste Nahrung, nur naturbelassenes Zeug, total reif geerntet. Ich stelle euch am besten später mal Gewächshäuser zur Verfügung, in denen ihr die Früchte dem Ober in die Hand fallen und ihr diese reif vom Baum fallenden Früchte paradiesisch verzehren könnt, in quasi im Gästehaus, im Palmengarten Frankfurt Restaurant sozusagen und so weiter. Das ist ein guter Früharzt, aber der wird keine großen Geschäfte machen, weil wir haben ja die teuflischen Bedingungen von freiem Markt, den ja Dr. Markus Krall so sehr liebt. Und da freier Markt ist eben eine teuflische Rahmenbedingung. Freier Markt und freie Arbeitsteilung sind grundsätzlich Fehlanreize. Systeme, und deswegen passiert hier dann automatisch Folgendes. Nach dem Naturgesetz von Mutation oder Variation und Selektion kommt es zwangsläufig zum ersten sich irrenden Früharzt und Frühhändler. Das könnte ja auch ein hier Geschwister sein, der einfach eine andere Linie einschlägt und sich irrt, ja. Resultierend aus dieser Linie könnten ja zwei Brüder, zwei Schwestern sein, ja. Und der irrt sich jetzt und der sagt, nein, dieser natürliche Lebensstil ist scheißegal, moderne über alles, moderne Kunstnahrung, Kunstlebensstil, Kunst, alles künstlich und so weiter, ist auch völlig in Ordnung. Denn Krankheit kommt niemals daher, sondern Krankheit kommt von winzigen Tierchen, die wir später Viren und Bakterien nennen. Das sind die absoluten Oberkiller und nur die, und da habe ich nur als Arzt Einblick.
Klinik und so als Früharzt und so weiter. Und da müsst ihr bei mir einfach Sachen kaufen, Impfungen, Tests, Antibiotika, Operationen, müsst ihr kaufen, 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 denn nur so könnt ihr gesund bleiben. Es gibt kein gesundes Leben ohne mich und ohne meine Verkaufsprodukte. Ja, und dieser Irrtum, der glaubt das wirklich. Das ist ein Irrtum, den er wirklich glaubt. Der ist sich keiner Schuld bewusst. Der hat also ist kein schwarzes, kriminelles schwarzes Schaf, sondern ist sich keiner Schuld bewusst. Der glaubt das wirklich. Und dann findet er hier, dann kann er damit zwei körperliche Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel körperlich ernähren und wird allein körperlich dann der Vorfahre von Trosten, Wieler und Lauterbach in der Evolution. Das ist also quasi der Urvorfahre von Trosten, Wieler und Lauterbach. Und auch die glauben immer noch diese vorteilbringenden Irrtümer. Und mit der Zeit häufen sich hier über die Generation immer mehr vorteilbringende Irrtümer an, die das Geschäft ankurbeln, aber der Bevölkerung schaden sozusagen. Denn diese Irrtümer sind ja alle schädlich für die Bevölkerung. Nur für einen gut, nämlich für die Pharmaindustrie, die Medizinindustrie, die Impfindustrie und die Testindustrie. Für die sind die gut, diese vorteilbringenden Irrtümer. Und erweisen sich als Geschäftsförderung. Ja, als Verkaufsförderung. Und gleichzeitig findet er auch geistige Nachahmer. Ja, das sind jetzt nicht körperliche Kinder, sondern hier zwei geistige Kinder, die bei ihm in die Lehre gehen. Ja, und hier wieder nochmal. Ja, und so hat er dann körperlich viele Kinder und viele geistige Kinder, also Schüler und so weiter, ja, und Studenten und so weiter. Und die lernen alle von ihm die vorteilbringenden Irrtümer. Ne? Und so breitet sich dann eine ganze Irrtumswelten breiten sich aus, ja, und deswegen müssen wir diese vorteilbringenden Irrtümer aussterben lassen durch positive Anreize. Und deswegen müssen wir hier die Belohnungssysteme so ändern, dass also nicht der sich irrende und der Bevölkerung schadende Arzt belohnt wird, sondern hier die wahrheitsorientierten, zum Beispiel jetzt die Ausnahmeärzte bei Corona, die Ausnahmeärzte und Psychologen und die Next Scientists for Future Mediziner und so weiter, dass die eben belohnt werden für ihre Gesundheitsförderung, also eher hier hinrücken, also in die Erfolgsspur gerückt werden durch gezielte positive Anreize. Und belohnt werden für jeden, dem sie bewiesenermaßen geholfen haben, seltener krank zu werden, als bei seiner Vorgeschichte zu erwarten gewesen wäre. Und eben auf jeden Fall, jeder, der Krankheit verhindert und Gesundheit fördert, wird dann belohnt. Und dann ist es so, dass entweder sofort diese Ärzte ihre vorteilbringenden Irrtümer, bisher vorteilbringenden Irrtümer und jetzt nachteilbringenden Irrtümer. Wir verwandeln also quasi die vorteilbringenden Irrtümer durch positive Anreize in nachteilbringende Irrtümer, bringen sie dadurch zum Aussterben und entweder der Arzt trennt sich von seinen liebgewonnenen bisherigen vorteilbringenden Irrtümern oder er kommt in die Aussterbensposition und muss irgendwann seine Praxis zumachen, weil er in der Rangliste ganz unten landet, sozusagen. Ja? Ganz am Ende und keiner will mehr bei ihm bleiben, sozusagen. Ja? Beim schlechtesten Arzt der Stadt, sozusagen, will dann niemand mehr bleiben. Ja, und so haben wir das dann erfüllt und das ist richtig jetzt ein. Sie brauchen circa durchschnittlich 40 Jahre Wissenschaftserfahrung, so wie es im Weltrat vorliegt. Ohne das kriegen Sie das nicht hin, positive Anreize wetterfest und wasserdicht so zu setzen, dass die Systeme funktionieren und auch laufen und wirklich dann riesiges Wirtschaftswunder für das Land auch abwerfen. Ja, denn wenn ich sehe, wie in den letzten Jahrzehnten versucht wurde, bessere positive Anreize in der Politik zu setzen, dann und jedes Mal das völlig nach hinten losging, dann weiß ich, ohne 40 Jahre Wissenschaftserfahrung kriegt man das nicht hin, ne? Mir erscheint es leicht. Aber ich habe ja eben auch, verfüge ja auch über diese Jahrzehnte der Wissenschaftserfahrung, ja. Und ohne das kann man das nicht, ja. Also können das am Ende in der Welt, können das bisher nur der Weltrat und die Next Scientists for Future sozusagen.
Nur die können das und deswegen, ja, und jetzt ist die Frage, ob die Partei Wir 2020 hoffentlich, hoffentlich der richtige Partner ist. Und irgendwann, entweder heute Nachmittag oder morgen früh, erscheint die nächste Sendung. Ja? Also die zweite Sendung. Ja? Und die erste können Sie in der Infobox unter dieser Sendung schauen, falls Sie auf dem Sender wie jetzt nur News und Talk schauen. Ja, und deswegen, also sozusagen Markus Krall fehlt völlig das Wissen um diese Zentralformel. Ja, freier Markt und freie Arbeitsteilung sind die absoluten Killer. Und nicht die Rettung, sondern die absoluten Killer. Und Markus Krall will mehr freien Markt mit seiner bürgerlichen Revolution. In Wirklichkeit müssen wir die durch den freien Markt erzeugten, vorteilbringenden Irrtümer aussterben lassen durch positive Anreize. Ja, und damit ist alles gesagt. Ja? Und ja. Also, tschüssi, bis bald. Ich muss mit langsam, müssen wir hier nachher bei der Technik die Maschinen anwerfen, die Aufnahmemaschinen, damit dieses Gespräch dann mit insgesamt drei Maschinen, zwei Sicherheitsmaschinen aufgenommen wird, sodass wir dieses wertvolle Dokument dann veröffentlichen können. Ja, tschüssi, entweder bis später oder bis morgen, je nachdem, wie der Zeitplan dann aussieht, ob wir es vielleicht erst morgen schaffen, die Sendung zu veröffentlichen. Tschüssi, bis bald.